und ich möchte das auch nicht so in YouTube einbringen. Allerdings möchte ich halt mit einbringen, dass es eventuell teilweise an YouTube liegt, also definitiv nicht komplett. Ich bin ein Mensch, der sich grundsätzlich von sowas nicht so krass verunsichern lässt, aber diese Gesamtsituation, extrem krass verletzt zu werden aus einer Situation heraus, und damit ist jetzt ganz klar und auch offen gemeint die Situation mit Leon. Die gesamte Beziehung, die gesamte Zeit mit ihm fing halt mega schön an und ist nicht nur scheiße geendet, sondern war auch eigentlich drei Viertel der Zeit sehr, sehr belastend, weswegen ich zum Schluss eben auch gegangen bin, beziehungsweise eher geflüchtet. Auf die Geschichte genau möchte ich gar nicht genau eingehen. Ich möchte jetzt nichts davon erzählen. Ich habe ihm gesagt, dass er nichts davon erzählen soll, obwohl er eigentlich so ein, was ich alles Schlimmes getan habe, Video machen wollte. Das ist mir aber momentan relativ egal, weil es halt all diese kleinen Kinder da draußen absolut nichts angeht. Und an sich kann ich mit solchen Situationen relativ gut umgehen. Nur war halt der größte Fehler, den wir beide auch ganz, ganz lang gar nicht machen wollten, dass wir diese Beziehung öffentlich gemacht haben, beziehungsweise dass diese Beziehung hauptsächlich auf dem Öffentlichen basiert ist. Und dann hatte ich zusätzlich das Problem, weil ich weniger Abonnenten hatte und eventuell auch einfach wegen so den typischen Rollen, die Frau ist immer schuld, keine Ahnung, auch noch den Haufen Kommentare dazu hatte. Und ich habe jetzt schon so viele nette Leute in den Kommentaren gesehen, die meinten, hey, lass dich davon nicht beeindrucken, wir stehen hinter dir und so. Und für genau diese Leute bin ich unglaublich dankbar. Und trotzdem ist halt auch irgendwo, also ich kann nicht sagen, dass es mich nicht irgendwo nicht trifft. Gerade wenn man halt eben nach so einer kompletten Scheiße und Leute, das ist halt echt nicht mal eben so ein Kindergarten gewesen von wegen, oh, da ist ein Streit ausgebrochen und sie haben sich getrennt, sondern das war ein ziemlich beschissener Weg. Und Leon hat betont, dass er mich extrem verletzt hat. Dass ich ihn zwar auch verletzt habe, was normal ist, aber dass er mich extrem verletzt hat. Deswegen verstehe ich absolut nicht, warum alle daraufhin so extrem auf mich losgegangen sind. Beziehungsweise ich verstehe es doch, weil ich im ersten Moment der Fokus und die Schuldperson dafür war, dass er kaum mehr Videos gemacht hat. Beziehungsweise erstmal keine. Was ich aber nicht wollte. Ich habe deswegen auf ihn eingeredet, obwohl ich eigentlich mehr oder weniger komplett verletzt war und erstmal gar nicht mehr mit ihm reden wollte. Und dann war ich diejenige, die das halt alles noch mehr abbekommen hat. Und irgendwo wusste ich das vorher, als ich ihm gesagt habe, dass er dieses Video eben nicht hochladen soll. Ich wusste es vorher und ich habe es auch bewusst getan. Und ich möchte mich darüber auch gar nicht beschweren. Ich kann halt, wie gesagt, nicht sagen, dass es mich gar nicht trifft und dass es halt nicht irgendwie scheiße ist zu sehen, dass der Kanal so eine Art Stillstand hat und eigentlich kaum noch jemand da ist, der so sagt, hey, ich bin da und ich schaue gerne deine Videos und ich bin für jedes gutes Video oder so schon unglaublich dankbar. Deswegen schreibe ich auch auf alles zurück, weil es halt einfach so ein Feedback ist, was ich gern habe. Auch so Kommentare wie, ich bin sowieso nur durch Leon bekannt geworden. Ich weiß nicht, darüber kann ich hauptsächlich nur lachen, weil ich mich nicht als bekannt sehe. Ich sehe mich mit 5000 Abonnenten nicht als bekannt. Und ich sehe mich auch nicht als das, was alle damit sagen wollen. Als jemand, der halt dachte, boah, ich habe die Gelegenheit, mit einem YouTuber Videos zu machen, mache ich also. Das war mehr so ein, ich sitze bei ihm rum. Und er sagt, hey, hast nicht mal Bock, irgendwie mitzumachen? Oder Leute haben dazu geschrieben, bitte mach's mit Leonie, ich mag die Videos mit euch beiden. Und dann dachte ich mir halt, hey, ist cool, macht Spaß. Und wurde am Anfang so hart runtergehatet und konnte damit noch so unglaublich gut umgehen, dass Leon wirklich schon überrascht war und meinte, boah, voll krass, also so gut konnte ich noch nie damit umgehen mit dem Hate. Und es hat mir halt so viel Spaß gemacht, dass ich weitergemacht habe. Und irgendwann ist der Punkt erreicht gewesen, wo ich halt nicht mehr bei den Videos dabei war, beziehungsweise nur noch ganz selten, was man, glaube ich, auch mitbekommen hat in den letzten Monaten vor der Trennung, vor der offiziellen. Und das lag daran, dass es halt eben auch einfach keinen Spaß mehr gemacht hat, neben ihm zu sitzen. Dass es einfach komisch war, dass zu viel privat passiert ist, um das Ganze öffentlich nett aussehen zu lassen. Und ich dieses Gefühl, das habe ich zwei, dreimal gemacht, dieses Gefühl so gehasst habe. Nach einem Streit, nach irgendeiner Kacke, nach irgendwas, vor allem, weil man es nicht Streit nennen kann. Ich war die letzten Monate eigentlich nur noch am Heulen und sich danach dann einfach vor die Kamera zu setzen und so zu tun, als wäre alles gut. Und genau das möchte ich halt momentan auch nicht mehr machen. Deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, ich mache nur noch Videos dann, wenn ich wirklich Spaß dran habe. Und das funktioniert momentan sehr, sehr gut. Es gab am Anfang Videos, wo wirklich Leute drunter geschrieben haben, hey, du hörst dich voll irgendwie unbeeindruckt und bla an und mach das Video bitte spannender und sonst was.
Die Videos habe ich zu Zeiten aufgenommen, wo es mir nicht gut ging. Und genau das werde ich jetzt nicht mehr tun. Ich werde Videos nur noch dann machen, wenn ich weiß, okay, ich habe gerade Bock drauf und... Ne? Ich möchte einfach mal ganz klar sagen, ich bin keine Puppe. Ich bin keine Puppe, die sich rumschieben lässt und die diesen ganzen Mist auf YouTube so mitmachen möchte, dass sie geklickt wird, dass sie Fame wird, dass sie cool ist und sonst was. Ich möchte mein Ding machen können. Wenn es Leute nicht akzeptieren, ist es mir vollkommen egal, aber mir ist dieser Kanal wichtig. Und ich möchte nicht auf einer geschäftlichen Ebene auf diesem Kanal sein. Ich kenne so viele Leute in meiner Umgebung, die YouTube machen, die das Ganze nur noch auf der geschäftlicher Basis machen, weil sie meinen, lest die Kommentare einfach gar nicht mehr. Es bringt absolut nichts. Mach einfach kurze, knappe Videos, in die du nicht viel Arbeit steckst und haus raus und ja, mach so dein Ding. Möchte ich aber nicht. Ich sitze teilweise wirklich stundenlang an Kleinigkeiten, weil ich möchte, dass es mir gefällt, weil ich möchte, dass ich damit zufrieden bin und es halt hochladen kann und veröffentlichen kann, ohne zu denken, wow, geil. Das war jetzt 10 Minuten Arbeit und dafür werde ich mindestens 100 Euro bekommen. Was nicht mal der Fall ist. Ich bekomme von YouTube wirklich, wow. Also, das kann man gar nicht beschreiben. Ach, Gott. Also sagen wir mal so, es ist ungefähr mit dem Ertrag von Mimi vergleichbar. Nicht mal. Also nicht mal. Deswegen finde ich es auch so witzig, wenn mir Leute vorschreiben wollen, was ich machen soll, weil sie ja weil ich ja bezahlt werde von ihnen. Mhm, genau. Wahrscheinlich sind es auch noch die Leute, die mit Adblocker schauen. Ja, auf jeden Fall möchte ich halt Arbeit in diesen Kanal reinstecken. Möchte euer Feedback lesen, darauf antworten, darauf eingehen, mit euch in Kontakt treten, gerne Social Media haben, damit ich mit euch in Kontakt treten kann und nicht nur, damit ich Likes bekomme und mir genügend Leute followen, sondern weil ich mit euch in Kontakt treten möchte. Wenn das Ganze dann aber so aussieht wie jetzt momentan, dass mir alle nur noch raten, ignorierst einfach, schau gar nicht mehr auf die Kommentare rauf, mach dein Ding und zack und fertig und so... dann ist das, nee, also ich möchte nicht auf diese Ebene, ich möchte das Ganze nicht als Geschäftliches sehen, ich möchte es als mein Hobby weitermachen. Und wenn man schon meint, mich irgendwie nicht mehr leiden zu können, weil, was auch immer, ein Beispiel wäre jetzt Meloni, ein Kommentator bei mir, der immer voll die lieben Sachen geschrieben hat, immer so, hey, voll das coole Video, wow, oh mein Gott, voll cool, bla bla bla, keine Ahnung, auch mal so ein paar Kommentare geschrieben hat, wo ich mir dachte, okay, aber war auch noch nett. Und dann... bei Heikos Video, also bei dem Video von Heiko und mir, kommt er einfach, oder sie, genau in die Kommentare, ich schätze mal er und er. Toll, du bist so eine Bitch, Leonie, weil du mit Heiko fremdgegangen bist, wo ich mir so denke, Leute, vor allem, man kann ja schreiben, boah, könnte ja sein, dass die beiden fremdgegangen sind, das macht gar nichts, aber zu schreiben, du bist so eine Bitch, weil du das und das gemacht hast, obwohl keiner einen Plan hat, was überhaupt passiert ist. Beziehungsweise allein die Andeutung ist eigentlich schon komplett bescheuert. Das habe ich ja schon mal gesagt in dem anderen Video. Naja, egal. Auf jeden Fall, wenn nur noch so eine Scheiße kommt, dann werde ich das Ganze auf geschäftlicher Ebene machen müssen, weil ich nämlich keinen Bock habe, mich vor den Rechner zu setzen und eine Fresse zu bekommen wie sonst was, weil schon wieder...